Meine werten Freunde, was geht? Und herzlich willkommen zu dieser neuen Reaction von Kartongi. Und ich werde heute nicht viel reden, sondern wir starten direkt. Also, let's go! Elgato! Elgato! Miau, 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 miau! Also. Jetzt weiß ich nicht mal, was ich sagen wollte. Also, willkommen zu diesem Pito ASMR Video. Und ein neues Intro. Oh. Ich bin gespannt. Ich weiß jetzt nicht, Kartongi. Ich weiß jetzt nicht, ob ich davon überrascht sein soll. Oder ob ich meine Erwartungen zu hoch gesteckt habe. Aber... I mean, es ist weniger laut als alles andere. Das ist gut, okay? Es ist nicht so laut wie alle anderen. Das ist sehr schön. Let's play mal die Cutscene, sagst du. Da wollen wir wohl eher sagen, die Cat-Scenes. Ja. Wer ist einfach der Wortspiel-Boss? Sos? Jetzt so. Oh Mann, Alter. Ich kratze ja deinen Schwanz. Oh, okay, out of context ist immer falsch. Aber wenn man das Bild sieht, ist es gut. Meistens. Wir fahren weiter. Was gegen Wasser, wo bestimmt schon andere Tiere vorher reingepisst haben, aber egal. Ja, stimmt. Ist das für die nicht irgendwie ganz wild? Ich meine, imagine, du bist so ein Tier, das ist einfach gesagt, was gönnt, aber da haben irgendwie 20.000 andere Tiere schon reingepisst. Bro. Also klar, das juckt dir wahrscheinlich nicht, aber imagine, du gehst an den Fluss, denkst du so, oh geil, Trinkwasser. Nimmst du so deine Flasche, füllst sie so auf und am nächsten Tag hast du irgendwie, keine Ahnung, 20.000 Gehirnzellen weniger, weil du dieses Wasser getrunken hast. Das ruiniert jetzt sehr doll die Atmosphäre. Und ich will eigentlich nicht die Atmosphäre ruinieren. Ich bin ehrlich, ich glaube, ich muss dann gleich mal nach der Folge hardcore pissen. Digga, okay. Aber ja, ich muss sowieso gleich meine Flasche auffüllen. Also, ich werde für die Stream-Zuschauer werde ich dann gleich gehen, kurz meine Flasche auffüllen. Und dann komme ich wieder zurück. Was? Sass? Oh nein. Digga, das sah weird aus. Das sah ganz komisch aus. Diese Katze, die geflogen ist. Schaut es euch nochmal an. Was? Sass? Sie ist einfach Superman. Superman kann fliegen. Oder Supercat kann fliegen. Oh nein. Ich hab mir was. Doch. Oh, tot. Sollte sie irgendwie. Sollte sie eigentlich nicht nochmal aufstehen? Weil sie hat ja noch 8 Leben übrig. Oh, jetzt kann ich meine Reaction vom ersten Playthrough nachstellen. Warte. Oh nee. Jetzt müssen wir aber nicht gegen die kämpfen, oder? Oh nee, jetzt müssen wir nicht gegen die kämpfen, oder? Oder war doch. Oh shit, wie kämpfe ich gegen die? Ach so, ich muss wegrennen. Es hat sich nicht gerade gut angefühlt, den Clip anzuschauen. Aber ey, es ist okay. Oh, und er hat den Clip nicht gefunden. Aber kein Problem. Zack, jetzt geht's in den Mod-Bereich. Guck, die Mods haben es schon geräumiger hier. Da sind meine Mods, ne? L:TF%OF Sternchen und den Rest lese ich nicht. Ich lese die WhatsApp-Nachrichten aus, mit denen mich der Charlie manchmal zuspammt. Ich bin vom Charlie oft in das Bild. Anfall. Anfall. Achtung, Anfall. X8
So ähnlich. Bro, what the fuck? Dr. Charlie ist auch so ein Roboter. Ja, true. Deshalb ist ja auch die KI gefährlich. Weil Roboter so Menschen sind, ne? Ja, Dr. Charlie ist so der erste humane Roboter, den es gibt. Humane Roboter. Digga. Also, I mean, wenn man jetzt sagt, dass es halt aussieht wie ein Mensch, ein Roboter ist, aber fühlt, ist und so weiter wie ein Mensch, dann ist es ein humaner Roboter. Der spammt dort manchmal so random Nachrichten, weil er noch nicht ganz weiß, wie man kommuniziert, aber wenn er es einmal raus hat, dann ist er bestimmt ganz lieb. Alle weg. Aus Roboter, Müll, Müll. Man dreht gerade ein Video mit Brennkohl. Schlaf, Kindlein, schlaf. Die Mutter hebt die Schafe. Der Vater schüttelt Bäumelein herab. Fällt ein Träumelein. Schlaf, Kindlein, schlaf. Vorsicht! Wer ist eingepennt? Ich hoffe niemand, denn ihr sollt das Video schauen. Nein, Spaß, ihr könnt pennen. Ich muss mich konzentrieren. Ich will nicht auf den Eimer fallen lassen. Ja? Wir lassen jetzt einen Eimer fallen. Oh, ist auch wirklich der einzigste Roboter, der so ein bisschen ähnlich einen Namen hat wie Zomba. Okay. Bei dem liegen einfach Bierflaschen auf dem Tisch. Hallo, ich bin Musiker, ich habe aber keine Songs. Habe ich nicht sogar einen Clap-Effekt genau dafür? Doch. Slow clap. Wo ist er? Der Slow clap. Das ist kein Slow clap. Fick dich. Egal. Epic Gamer Boy. Ich habe das Fenster verriegelt, aber der Code, um es zu öffnen, ist ganz einfach. Er lautet. Ah, easy, okay. Wartet, das ist. Das hier ist. Wartet. Lautet. POV, Google schlägt hier dein Passwort vor. Das ist 1:1 diese Szene. POV, Google schlägt dir dein Passwort vor. Lasst alle gerne ein Abo und ein Like da. Genau, Max. Fred kann mit Hände sehr. Das freut mich sehr. Du bedeckst die Cam. Oh. Nein, natürlich nicht. Ich bedecke doch keine Cam. Ja, man sieht halt die Cam nicht, aber jetzt sieht man sie. Ah, easy, okay. Wieder Karton oder Katsu momentan nicht Karton. Ich weiß auch nicht, was der Kontext ist, Kartungi. Weil ich war nicht dabei. Ich kann mal gar nicht mal lenken. Ich höre jetzt auf die Nachrichten. Oh Gott. Wie willst du der Voice Track? Ich habe Menschen gesehen, die solche Kostüme trugen. Sie waren klein und rannten umher und machten jede Menge Lärm. Oh ja, jetzt erinnere ich mich etwas. Es waren Charlie und Kitsu. Die kann. Es waren Kinder. Kanalisation. Loion. Hallo? Loion. Okay. Es sind gleich ein paar Zeugs, die kommen vielleicht auch noch. Ein paar Fischstäbchen, die hier sind. Scheiße, ich muss mein Handy laden. Mein Handy. Bro, ich hab doch vorhin mein Handy eingesteckt. Das Ding hat rückwärts geladen. Keine Ahnung, vielleicht ist mein Kabel kaputt, aber das Ding lädt rückwärts. Oh, fuck, Alter. Oh, scheiße. Lass mich nicht hängen. Ich lieb den Geruch von Fischer. Bro, warum kommt das Beste immer dann, wenn ich gerade was esse? Bro. Aber. Kannst du die Leiche nicht wenigstens wegpacken? Anstatt sagen, oh, geil, Leiche. Aber, erinnert mich an, warte mal. Ich kann nichts riechen. Hier.
Ergato. Vielleicht. Ich verstehe es nicht. Das ist auch nur ein Hinweis auf ein Fake Placement von Marvin mit heilenden Steinen. Arschgesicht. Das bisher wahrscheinlich das Beste vom ganzen Best-of. Nein, unser erster Tod im Spiel. Reveal. Albert. Ich glaube nicht, dass er Albert Einstein ist. Digga, wie lange tanzt denn er bitte? Digga, ich schwöre, wenn jetzt nur Growl kommt, Katungi. Okay, es kommt anscheinend keiner. Was ist das für ein Move? Das liegt gar nicht im Groove. Denn wie es nicht wisst, den wir es nicht weiß, circa so tanzt auch Rick Astley in Never Gonna Give You Up oder im Rick Roll. Yeah, lasst ein Like da, Leute! What? Ja, lasst ein Like da auf dem Video und die Stream-Zuschauer im Stream. Was? Sad? Ah, halt's Maul. Das kam random. Das kam richtig random. Wow, kein Outro. Okay, gut, das war's dann in diesem Sinne. Zumindest für die Reaction. Wenn es euch gefallen hat, oh mein Gott, mein Kopf, ja. Dann lasst gerne ein Like da, lasst auch gerne ein Abo da. Schreibt, wenn ihr wollt, einen Kommentar. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Und bis dahin und ciao, ciao.